Die Eltern waren im kirchlichen Bereich aktiv in Köpenick, in der Nähe vom Amtsgericht, und haben sich da immer wöchentlich oder 14-tägig getroffen als Gruppe mit Leuten, die so ein bisschen gegen das System waren. Das war so ein Kreis von wahrscheinlich ein bisschen kirchlich angehaucht. Jedenfalls bin ich da als Kind oft mitgegangen. Das war so ein Laden, so eine Ladenwohnung, da war ein Friseur oder irgendwas drin. Treppe hoch und dann hat man sich da reingesetzt, abends alles wurde verdunkelt, ne, zugemacht und so, dass man nichts weiter sah. Und dann haben die sich unterhalten und ich als Kind habe da so irgendwo in der Ecke daneben gelebt. Ich war ja Einzelkind und war dann meistens dabei, wenn die Eltern irgendwo hin waren. Und habe dann im Grunde mitgekriegt, wie die so besprochen haben, dass dieses Verhältnis nicht mehr passt, dass diese ganzen Situationen in der DDR im Grunde nicht tragbar ist. Aber es war jetzt nicht so, dass sie irgendwas Aktives gemacht haben, sondern die haben mehr so ein bisschen über das System geschimpft, so im kleinen Rahmen. Ne? Wie viele Leute waren das? Wissen Sie das noch? Also so vom Verhältnis denke ich so 6, 7, 8. Es war so ein kleiner Raum, so wie dieser hier. Und man saß um den Tisch rum, ein bisschen eng. Und ich habe dann so irgendwo in der Ecke da rumgemacht und so mitgehört und mitgeschaut. Also es war nicht so irgendwas Bewegendes. Da wurden nicht wie heutzutage irgendwelche Sachen hergestellt oder was, sondern man hat nur geredet und gegen das System im Grunde sich ausgesprochen. Haben Ihre Eltern Ihnen auch gesagt, redet nicht darüber in der Schule oder anderweitig? Ja. Also es war so, mein Vater hatte ja noch Verwandtschaft in Holland und ich war in den ersten Klassen, ich denke so die zweite, dritte, vierte Klasse. Und dann sind wir in den Sommerferien nach Holland gefahren. Und zwar so, dass meine Eltern sich in West-Berlin bei der Tante Erna in Charlottenburg sich angemeldet hatten und mich. Und dann haben wir von der West-Berliner Polizeibehörde, der Einwohnermeldeamt, einen Ausweis gekriegt, einen West-Berliner Ausweis. Meine Eltern hatten dann West-Berliner Ausweis und ich hatte einen West-Berliner Ausweis. Und mit dem sind wir dann von West-Berlin aus nach Holland gefahren mit dem Zug. Durch die DDR durch, ne? Und mussten da ja auch vorzeigen, die Ausweise und alles. Und das war eine herrliche Zeit in Holland, da gab es auch noch so Pferdekutschen da in dem Ort in Den Haag. Der Onkel war ehemals Stadtwerke-Direktor da in Den Haag, lebten in guten Verhältnissen. Das war also für mich total als Kind. Und dann kamen wir zurück nach Ost-Berlin, nach Köpenick. Und dann wurde ja so, wie es üblich ist, gefragt: Na, was habt ihr denn gemacht in den Ferien und so? Und ich habe dann erzählt, wahrscheinlich, dass wir in Holland waren und wie schön das war und pipapo. Und dann kam der Lehrer Wolf, die ja damals hieß, noch zu uns und hat gesagt: Also, Frau de Roy, Ihr Sohn, der erzählt so viel. Sehen Sie mal zu, dass er nicht so viel erzählt, sonst kriegen wir noch Ärger. Aber von diesem Treffen, was Sie erzählt haben, wo die Eltern auch sich kritisch geäußert Da haben, durfte ich nichts erzählen. Da habe ich nichts da erzählt. durften Sie, haben die Eltern auch gesagt, erzähl mal nichts, Ja, nicht, dass wir Ärger kriegen. das war mir also auch als Kind schon klar, dass das nichts Offizielles ist.